Ja, jetzt hat mir sogar die Troller von Sky Dumont hier zugewunken, ne? Schicken Audi fahren die. Sky Dumont. Ja, auch unwichtig eigentlich, auch nicht so eine No-Name-Person, aber... Ja, die Zuschauer hier, also gerade die Taxifahrer, die sind ja wirklich, glaube ich, am nettesten hier, ne? Ich glaube, das hat sich, glaube ich, bei denen in der Zentrale da rumgesprochen, ne? Ist mir jeder nicht schon hier am Zuwinken, du. Also, liebe Geschwister, keine Angst, ihr habt hier nichts verpasst, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Es ist noch nicht die richtige Kundgebung. Also, es ist nicht die richtige Kundgebung. Die richtige Kundgebung kommt noch, ja? Und das ist jetzt nur eine Testphase hier, ja? Muslim hat nicht zu frieren. Sky Dumont, deine Perle, du! Von hinten! Mittlerweile stehe ich immer noch hier und bin meine stille Kundgebung am Führen. Mittlerweile ist schon das Ordnungsamt gekommen und ja, ich musste mein Auto noch wegfahren. Zum Glück spielt das Wetter noch mit, aber ich würde auch noch hier im Regen und im Schnee stehen, bis ich endlich was tut mal hier beim Lügensender RTL. So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Geschwister im Glauben, RTL scheint doch nun ein bisschen Angst zu bekommen. Und die Polizei dreht nun hier ihre Runden. Ich weiß nicht, was das bewirken soll. Aber mal abwarten. Hallo, guten Tag. Was war denn Schönes? Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass RTL am Lügen ist und am Hetzen ist gegen Minderheiten. Es ist ganz still, eine Ein-Mann-Kundgebung hier. Ich belästige niemanden und störe niemanden, hat sich bis jetzt also noch keiner beschwert. Es sind zwar Ordnungsleute von RTL gekommen, haben nur meine Daten aufgeschrieben, das war's. Also nur heute oder sind Sie länger hier? Wie bitte? Sind Sie länger schon hier oder nur heute? Nö, eigentlich heute ist mein erster Tag. Möchten Sie länger? Nö, eigentlich nicht, bis RTL aufhört zu hetzen. Das ist schwierig. Ja, sei es gegen Muslime, gegen Polizistinnen, Hartz-IV-Empfänger. Einer muss ja die Wahrheit halt anprangern. Wenn es mehr werden, dann werde ich das natürlich anmelden. Schwieriges Unterfangen, aber vielleicht haben Sie recht, wer weiß. Ihr werdet ja auch negativ in den Medien dargestellt, als Schläger, als Brutalinskis. Muss man mit leben, gibt solche. Also ich möchte hier nur Peace, ich bin kein Terrorist oder sowas. Ja, nur weil ich jetzt schwarze Haare habe oder sowas, nichts Böses denke. Ich bin friedlich hier. Wie alle anderen Muslime auch hier in Deutschland. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ja? Sie müssen nicht von den Asozialen ausgehen, die in Köln hier die Straßen unsicher machen, halt so, ja? Da stehe ich volle Kanne auf Ihrer Seite. Aber vielleicht kriegen wir sie noch auf dem Weg, dass sie wieder normal werden. Sind Sie denn Muslim? Ich bin Muslim, hier in Deutschland geboren, der Bundeswehr gedient. Voll integriert. Nein, von Anfang an. Aber ich war halt kein richtiger Muslim, so ein Disco-Muslim mehr. Mir auf den Ringen Party gemacht und anderen Sachen nachgeschrieben. Aber jetzt bin ich wieder normal. Friedlich. Ich habe noch niemals eine Anzeige in meinem Leben gehabt. Wir wollen diese Leute, die euch Probleme machen, von der Straße holen. Damit ihr eure Ruhe habt. Ja, siehe Wochenende, wo da eine Massenschlägerei auf den Ringen war. Das muss nicht sein. Die Medien, die präsentieren uns nur noch als Terroristen und sonst was. Wir wollen wirklich was Friedliches hier bewirken, aber für die sind wir Terroristen. Wir wollen gerade das Abschaum, das Volk, was sich hier nicht benimmt, von der Straße holen, ja, und die aufklären, das, was sie machen, ist falsch. Keine Droge nehmen, keine Prostitution, keine Zuhälterei, das verbietet alles der Islam. Ja? Polizistin anständig zu behandeln, nicht zu beschimpfen. Haben Sie noch mehr Mitstreiter oder sind Sie jetzt erstmal für sich alleine? Das ist nur eine Testphase heute.
Es kommen bald mehr. Okay. Gut. Dann war es wieder ein paar Aufnahmen noch, oder? Das ist für meinen Sender. Mein Kanal, YouTube. Alles klar. Okay. Ich danke euch. Viel Spaß noch. Korrekte Polizisten. Ciao. Tschüss. Dein Freund und Helfer. So soll es sein. Was demonstrierst du? Ich demonstriere? Ja. Gegen diesen Lügensender da vorne. Ach so, was brauchst du? Stoppt die Medienhetzer. Und Chucky hat vorne RTL lügt. Ja, dieser Sender hat es langsam übertrieben mit seiner Hetze gegen Muslime und andersgläubige Menschen. Gegen Muslime, ja? Klar, guckst du kein RTL? Nee. Erfolg. Dankeschön. Ja. Das ermutigt natürlich einen noch mehr, wenn die Polizei sogar das ein... So, wenn die Polizei sogar noch einen bekräftigt dazu. Ja, ja, ja. Noch bin ich nur einer, also anderthalb Mann. Das wird sich ja bald ändern. Also ich stehe jetzt hier schon ein paar Stunden bei RTL vor dem Gebäude und so richtig Auto fahren können einige wirklich hier nicht so. Ne? Sollte man auch mal so einen Spezialtest mal machen bei RTL. Die Kundgebung neigt sich langsam dem Ende, aber das soll es heute nicht gewesen sein. Ich werde die Woche auf jeden Fall noch mal ein paar Mal hier vorbeischauen und meine stille Kundgebung halten. Ihr seid herzlich natürlich eingeladen und ja, mal gucken, was noch passiert. Die Einstellung, aber ich bin... Also nochmal, du liest Star Wars News, wie kommt das denn als Deutscher? Weil da... Ja, kann ich dir gar nicht sagen, weil mich das Thema Religion schon immer interessiert hat. Dann hast du das auch bestimmt mitbekommen mit dem Schnitzelkrieg und Mönchengladbach, wie dort gehetzt wurde, oder? Ja, bei den, beim Diabolo. Richtig, ja. Da hat RTL sich nicht dafür entschuldigt, für die Lüge, wie dieser Peter Schlater, wir nennen ihn an Freddy the Fredchen, ne? Nichts ist gekommen. Es gab noch einen kuriosen Schnitzelkrieg. Ich weiß jetzt gar nicht genau, also dass die ich habe die YouTube-Videos gesehen, wo der, wo RTL mit dem Moderator da war, ne? Und dann hat er immer Fragen gestellt und genau, dann hat RTL relativ hat einen Bericht gezeigt über eine Islamschule, ja, ne? Über eine Moschee, genau. Hat gesagt, dort werden Kinder zu Terroristen ausgebildet. Mhm. Ganz beschaulich. Betzdorf in Rheinland-Pfalz.